Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge mit einer Android App. Der App PDF unterschreiben, einfach. Bei 43.575 Gesamtbewertungen gibt es eine Durchschnitts-Sternebewertung von 4,5 von 5 Sternen auf dem Galaxy S23 Ultra getestet. Aktuelle Versionsnummer ist da die, Wo haben wir es denn? 1.2.11, 12 MB groß, erfordert Android 5.0 oder höher. Was macht die App? PDF-Dokumente signieren, was sie brauchen, um Signaturen zu entwerfen, PDF zu unterschreiben. Es ist eine kostenlose Anwendung zum Erstellen, Verwalten und Gestalten einer digitalen Signatur auf verschiedenen Dokumenten. Also ihr könnt PDFs unterschreiben. Ich hatte persönlich gedacht, dass das bei Samsung bestimmt irgendwie schon integriert ist. Ist es auch, da konnte ich sogar den S-Pen verwenden. Allerdings machte es aus meiner Handschrift dann immer nicht Handschrift und also wie Druckschrift, und das fand ich dann nicht so gut. Ich brauchte eine handschriftliche Unterschrift und habe dann geguckt, was für Apps gibt. Da bin ich dann eben auf PDF unterschreiben, einfach gestoßen. Ihr ladet die PDF da rein, ihr generiert die Unterschrift, könnt ihr zum Beispiel mit dem Finger machen oder auch eben mit dem S-Pen. Und dann könnt ihr das Feld mit der Unterschrift vergrößern, verkleinern und genau da einfügen in das Dokument, wo ihr das haben wollt. Ein paar Sachen sind ein bisschen merkwürdig in der App, nämlich ich hatte nämlich gedacht, ich brauchte zwei Sachen. Ich musste das Datum schreiben und ich brauchte die Unterschrift. Und dann habe ich gedacht, wie mache ich das denn jetzt mit dem Datum? Also ihr geht wieder in das Feld, da ist dann noch eure Unterschrift drin, da müsst ihr das löschen, könnt das Datum eintragen, das dann einfügen, und dann so im Prinzip könnt ihr so ganz viele Sachen einfügen in das Dokument, mehrere Unterschriften, wie auch immer man das braucht. Von mir auf jeden Fall, Daumen hoch, ist vielleicht nicht die schönste App, aber hat jetzt perfekt funktioniert. Daumen hoch für PDF unterschreiben, einfach. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.